Hallihallo und willkommen zurück. Hier ist wieder der Leviathan 2. Zurück mit seinem Let's Play zu Dark Souls. Heute wieder mit dabei ist der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Euer Bob. Den Witz konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, der gehört dazu. Oder auch nicht. Aber er kann es vielleicht bald. So, heute gehen wir weiter, uns zu verbessern. Und dazu bleiben wir jetzt gleich mal noch im Sumpf. Ein paar Geheimnisse lösen. Ich werde dann im nächsten Part nochmal ein ganzes Geheimnis... Ach, warte mal. Na komm, ich mach das noch mit dir. Wir betreten heute einen Ort... Das klang gerade sehr verwirrend, aber was soll's. Ja, eigentlich hatte ich jetzt vor, mich selbst verbessern zu gehen. Also, nicht mit Statuswerten, sondern... eigentlich wollte ich heute meine Estus Flacon, also meine Heilungen, verbessern gehen. Mhm. Aber ich habe mich gerade umentschieden. Da du noch da bist, gehen wir einen speziellen Ort besuchen. Noch einen geheimen Ort. Also ein Ort, den du eigentlich auch... Den habe ich zwar auch alleine gefunden. Ich glaube, ich war sogar einer der Ersten in Deutschland, der das... Also im deutschsprachigen Raum, der das gefunden hat. Weil... Dazu kann ich nicht sagen. Ich habe mich noch nicht so extrem mit Dark Souls halt befasst. Du bist jetzt hier aus dem Sumpf in diesen Raum gekommen. Einen Augenblick. Jetzt kommt kein Gift mehr. Deshalb noch schnell einen lila Moosklumpen benutzen, um das Gift aufzulösen. So. Jetzt bist du hier in diesem Raum und du findest einfach nur ein Plankenschild, so das nutzloseste Schild im Spiel. Hm. Und denkst dir, ja, toll, bin ich jetzt extra hier hochgekommen. Aha. Unsichtbare Wand. Also unsichtbare Wand. Nein, das Gegenteil. Einfach ein versteckter Weg. Da machst du hier auf, die Truhe. Mhm. Oh, Doppelmenschlichkeit. Schön. Ui. Das wäre es ja jetzt eigentlich schon wert gewesen, hierher zu kommen. Und dann gibt es doch bestimmt noch etwas. Noch eine Wand. Und jetzt geht's erst richtig los. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das ist ein Gebiet, das heißt die große Leere. Aha. Kann man sich jetzt sehr viel darunter vorstellen, nämlich nichts. Ja. Und irgendwie trifft der Name meiner Meinung nach auch nicht nicht das Level. Also eigentlich kann ich nicht zustimmen. Das ist eigentlich nicht die keine große Leere. Es ist vielmehr das Innenleben eines riesigen Baumes. Hm. So wie der Deko-Baum? Fast. Nur Dark Souls-Style. Ah, also düsterer. Ja, auch. So, also wir haben jetzt hier zuallererst mal, müssen wir hier an den Wurzeln runter. Immer weiter runter. Och, da war eine Kristallechse. Na egal, die taucht wieder auf. Kristallechse? Die lassen, wenn du sie umbringst, dann hinterlassen die seltene Upgrade-Items. Die du brauchst, um deine Waffen zu verbessern. Ja, leuchtet ein. Und hier hinunter? Nein. Aber ich bin trotzdem eigentlich dorthin gekommen, wo ich hin wollte. Also okay. Ja, das ist halt, das ganze Level geht nach unten. Also ein Fall kann den Tod bedeuten, wenn du zu weit fällst. Kann aber auch sein, dass du nur gerade bis zur nächsten Plattform springst und dann ist alles okidoki. Ich glaube, ich bin hier gerade noch extra glücklich, dass ich das Blutschild dabei habe, weil diese Gegner können mich verfluchen. Ui. Und wenn ich verflucht bin, dann zum einen habe ich sofort Instant Death. Sobald sich die Anzeige gefüllt hat, dann geht es mir so wie dem Typ hier. Hey. Dann werde ich so kristallisiert. Zum anderen werde ich jedes Mal, also werde ich nachher, auch nachdem ich wieder zu Leben komme, habe ich nur noch die Hälfte meiner Leben. Ach du Scheiße. Also allgemein, insgesamt, für die ganze restliche Zeit. Ich laufe nachher immer mit der Hälfte meiner Leben rum. Das ist also natürlich gar nicht lustig. Ja, eben, deshalb bin ich froh um den Blutschild hier, auch wenn ich gar nicht so weit gedacht habe, als ich ihn geholt habe.
Da der jetzt natürlich verhindert, dass ich allzu schnell verflucht werde. Stimmt, im letzten Part hast du ja, glaube ich, nur was davon erwähnt, dass er gegen Vergiftung und Blutung ist. Ja, allgemein deine Resistenzen halt erhöht. Ach so, ne, dann habe ich das wohl vergessen. Ja, ja, ist halt, normalerweise hast du halt eher mit Sachen wie Blutung und Vergiftung zu kämpfen. Und Fluch gibt es nur in ganz bestimmten Stellen im Spiel, eben nur von diesen Gegnern. Deshalb, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, muss ich mich hier irgendwo runterfallen lassen. Unschön. Und ja, wenn du halt nicht gerade mit diesen Gegnern zu tun hast, dann bringt dir halt Fluchresistenz nicht wirklich viel. Ich akzeptiere das nicht! Okay, jetzt falle ich runter, oder? Nee, nicht einmal. Ich überlebe. Ich überlebe. Ziemlich buggy heute. Verdammt. Nein, ich sterbe. Autsch. Und tot. Ihr seid gestorben. Das war's dann. Das wieder. Passiert. Willkommen, Dark Souls! Nee. Wo ein jeder Sturz tödlich sein kann. Das Sterben gehört ja in Dark Souls dazu. Ja, das ist aber so. Das Sterben ist ein Teil deiner Erfahrung, die du sammelst. In Dark Souls. Und Dark Souls ist kein also in Dark Souls ist Sterben kein Fehlschlag. Also du hast nicht Scheiße gebaut, nur weil du gestorben bist. Das Spiel baut darauf auf, dass du versuchst, dass du merkst, was dich umgebracht hat und dann dann später versuchst, es besser zu machen beim nächsten Mal. Also quasi aus jeder Niederlage wieder gestärkt vor. Genau, aus jeder Niederlage wieder lernen, was du falsch gemacht hast und wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Ein grauer Brocken, das ist gut, das ist sehr gut. Die brauche ich, die brauche ich, um meine Blitzwaffen zu verbessern. Also in diesem Sinne das Iato. Jetzt muss ich schauen, hier muss ich hier nach unten. Dann bin ich ja nur mal gespannt, wo du deine Seelen alle wieder kriegst. Ja, dort, wo ich gestorben bin, normalerweise. Ich muss jetzt schauen. Hier nach unten. Das ist halt so, wenn man auf den Wurzeln läuft. Es gibt keinen richtigen Weg. Naja, wie sagt man, alle Wege führen nach Rom. Da unten liegt irgendwas. Ja, ich. Wow. Nein, das... wieso nochmal? Ich hab's überlebt. Aber ich bin eigentlich nicht dort durchgegangen, wo ich durch wollte. Irgendwie müsste ich das jetzt. Akrobatisch. Irgendwie müsste ich jetzt was rein editieren, so wie. Ja, komm! Ah, verdammt. Ach, jetzt hat's dich doch nochmal erwischt. Jetzt würde ich sagen, sind die Seelen ganz weg. Naja, ich habe nicht erwartet, dass ich hier einfach so durchkomme. Tja, jetzt herrscht in deinem Seelenportemonnaie auch große Leere. Ah, jetzt verstehe ich den Namen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, daher kommt wohl der Name, die große Leere. Hier haben wir wieder die Kristallechse und weg war sie. Wie sollst du die denn so schnell umbringen, wenn sie so schnell verschwinden? Schneller sein. Und hier haben wir einen roten Brocken. Das ist jetzt wieder ein bisschen ein unnützes Upgrade-Item. Aber besser als nichts. Wie gesagt, für meinen Feuerschaden habe ich eigentlich das Quelax Furienschwert. Also der Krummsäbel, den ich gerade in der Hand halte. Besser als nichts, aber ein grauer Brocken wäre mir lieber gewesen. Schau dir dort unten, wie viele von den Echsen gibt's hier? Dann ist nur die Frage, wie du die alle so schnell erwischst. Naja, ist ja eigentlich nicht das Problem, weil wenn du dich von oben runterfallen lässt, bist du ja schnell. Eigentlich. Aber dann auch genau auf dem Vieh zu landen, das könnte schwieriger werden. Diesmal ohne Rollen. Perfekt. Und ein weißer Brocken. Weiße Brocken, da muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, das war für die göttlichen Waffen. Das sind Waffen, die von den Göttern gesegnet wurden. Da liegt doch noch was. Oh! Ja, das sind meine alten Seelen, aber meine alten Seelen waren null. Ha, auch nicht schlecht. Jetzt muss ich überlegen, ich muss ja irgendwie hier auf den Stamm kommen. Also rollen.
Das bin ich der Meinung, war ja jetzt auch eine ganz schöne Trollaktion, oder? Dort liegt das System, also muss ich auf dem Ast landen können, aber ganz ehrlich, ich versuch's nicht nochmal. Also ich muss schon sagen, irgendwie hat sich das Spiel jetzt gerade wirklich ganz schön getrollt. Also von wegen, ja, deine alten Seelen waren null, also verlorenes Gut zurückerlangt. Null. Also. Ja, ist halt so. Du hattest aber vorher du musst, null. Aber du musst, jetzt, null. Du musst jetzt nur überlegen, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Ja. Jetzt muss mir der Tod auch nicht mehr wehtun. Hallo Echse, ciao Echse. Bist du? Nein, du bist nicht der Erste, auf dem ich landen kann. Genau, hier kommen wir wieder zu den Fluchechsen. Basilisken heißen die, ja. Hm, mit etwas Fantasie sieht es mehr aus wie irgendwelche Flugkreaturen, so ein bisschen. Ja, sie haben halt noch sowas wie Schwimmhäute. Keine Ahnung. Hm. Die Designs hier ergeben nicht immer Sinn. So. Hm. Ach, schön, du bist auch tot. Da, wieder ein armer Typ. Eieieiei. Weißt du, was sind das? Weißt du, was sind das, diese Kristallfiguren, die du dort siehst? Verfluchte vielleicht? Ja, das passiert mit Leuten, die verflucht werden. Eieiei. Das sind keine random hingesetzten Figuren. Sondern? Spieler aus anderen Welten, die an diesem Ort verflucht wurden. Ach du Scheiße. Das sind die Figuren von anderen verfluchten Spielern. Also den Typen, den ich dort jetzt vorhin gerade gesehen habe, der wurde vor einigen Augenblicken genau dort verflucht. Auch nicht schlecht. Solche Sachen finde ich wieder extrem cool. Siehst du quasi, wenn sich einer in so gesagt in deiner Welt rumgetrieben hat? Nicht in meiner Welt. Der ist in seiner Welt verflucht worden. Ach so. Ich sehe es halt einfach. Manchmal sehe ich auch Geister von anderen Leuten hier. Ich sehe tote Menschen. Nein, aber es gibt so wie Projektionen, müsste man die hier eigentlich nennen. Von anderen Spielern, die... Jetzt muss ich schauen, wie komme ich jetzt hier wieder weiter? Das ist kein Ast, auf dem ich laufen kann. Und hier unten sterbe ich. Ach, warte mal, ich habe es rausgefunden. Hier hat es eine Leiter. Wie jetzt kommt man da runter? Nehmen wir doch einfach die Leiter. Ja, ich habe sie jetzt erst gerade entdeckt. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe, bevor ich mich in den Tod gestürzt hätte. Da hättest du eh nichts mehr verloren. Ja, obwohl doch, hast du ja ein paar Seelen mehr. Hätte trotzdem nicht sein müssen. Geht nur länger. Und ich weiß, dass ich die große Leere und alles in einem Part durchspielen kann, wenn ich nicht zu oft fehle. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wäre mein Vater Millionär. Mhm. So, gut. Dann hier nochmal ein paar dieser Basilisken. Ich bin jetzt hier. Ganz ein ganz ehrlicher Tipp. Wenn ihr keine spezifische Fluchresistenz habt und dieses Spiel spielt, macht das nicht so aggressiv wie ich hier. Weil es könnte euer Untergang. Es könnte euer Untergang sein. Ich habe jetzt das Blutschild und ich weiß gar nicht, wie gut meine Fluchresistenz der anderen Ausrüstung ist. Ich weiß einfach, dass ich das Fluchschild habe. Da liegt schon wieder was. Ja, ich hol's mir auch gerade. Diesmal wäre ein blauer Brocken. Ja, seht ihr? Jetzt reicht schon, zu mich hier oben zu erwischen von den Dingern. Deshalb sollte ich vielleicht überlegen, ob ich da nicht weg will von ihren Ausscheidungen. Könnte doch so eine Art Odem sein, oder? Ja, ist so eine Art Giftnebel, die sie ausspucken. Achso, naja, ich dachte gerade, weil du gerade so eine Anspielung machtest, dass sie aus anderen Regionen ihres Körpers kommen. Ich habe nur gesagt oral, also oral ist... Achso, ich hab's gerade mit dem anderen verwechselt. Ja, nein, oral wäre ja aus dem Mund, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Also sind es orale Ausscheidungen. Ist auch ganz ein gutes Wort, ist auch sehr gut zu benutzen, dieses Wort, wenn ihr, oder diese Wortkombination, wenn er euer Gegenüber nur Scheiße labert. Dann hat er extrem dünne orale Ausscheidungen. Ja, ja. Oraler Dünnschiss quasi. Ja, so ziemlich. So, und hier haben wir Pilze. Hallo. Oh, ouch. Die scheinen wohl nicht sonderlich nett zu sein wie die Toads in Super Mario. Nein, das Problem ist, die Kleinen haben eigentlich selten ein Problem.
Ich weiß nicht, warum das die jetzt gerade so aggressiv sind. Normalerweise sind die Kleinen nicht aggressiv. Die Großen sind aggressiv. Vielleicht wollte der Kleine mal aufmucken. Keine Ahnung, vielleicht weiß er, dass hier unten zwei Große warten. Ich beschäftige mich nicht mit den Pilzen, sie sind einfach den Aufwand nicht wert. Ich gehe gleich hier weiter. Schreitest durch den Nebel. Richtig. Und jetzt komme ich hier zum Aschesee. Das ist jetzt extrem lustig, das hörst du jetzt so oder so nicht, aber ich habe ja keine Musik. Ui. Und sobald ich in den Himmel schaue, kriege ich Hintergrundmusik. Auch nicht schlecht. Und sobald ich wieder wegschaue vom Himmel, habe ich keine Hintergrundmusik. Musik? Ja, keine ja. Musik. Musik? Keine Musik. Musik. Genau, kannst immer so auf. Also es fängt ganz klar, es fängt nur so ein Chor an zu singen. So, ja genau. Musik? Keine Musik. Jetzt funktioniert es nicht mehr, das funktioniert nur dort vorhin, wenn du das erste Mal herkommst. Na, auch nicht schlecht. Und dann hast du diese Hintergrundmusik. Und dort haben wir eine Hydra. Ach du Heiliger. Jetzt ist es hier, es ist in Dark Souls gibt es insgesamt zwei Hydras. Aha. Und eine davon muss man fair bekämpfen. Okay. Das Witzige ist, das ist nicht diese hier. Soll also heißen, die eine Hydra kannst du nur mit billigen und schlechten Tricks besiegen, die andere... Nein, du kannst beide ehrlich besiegen. Aber eine kannst du auch mit billigen Tricks besiegen und das ist die hier. Und ich muss sagen, ich habe den billigen Trick wieder für mich selbst rausgefunden. Da bin ich stolz drauf, weil anscheinend ist es ein Geheimnis, das nicht so viele aus der Dark Souls Community kennen. Aber du kannst einfach rennen hier durch, durch den Part und dich gar nicht mit der Hydra abgeben. Sondern? Einfach nur ausweichen, Drachenstein einsammeln. Jetzt wird sie irgendwann rübergesprungen kommen, um mich von der anderen Seite zu trackieren können. Dort sieht man sie schön. Ziemlich großes Vieh. Ja, ja, gehöst ein riesiger Gegner. Würde locker auch an sich als Bossgegner zählen. Ich habe ja auch eigentlich mehr mit gerechnet, dass es jetzt so eine Art Bossgegner ist. Nee, es ist einfach ein stärkerer Gegner. Es hat schon die Stärke, um wirklich als Boss gezählt zu werden. So, und jetzt springt sie rüber. Was ist das denn? Ein Totenkopf oder ist das ein Baumstumpf? Das ist eine gute Frage. Es sieht für mich nach... ich würde jetzt sagen, dass es vielleicht das Skelett eines der Schädel eines Drachen ist, aber... Ich Was möchte nicht... Denn? Das ist jetzt eine Muschel, aber ich möchte mich nicht darauf festlegen und ich möchte es weder bestätigen noch verneinen. Ja, könnte ich hab's sein. Auch grad eher für den Schädel gehalten. Ist mir, ich hab's jetzt nie wirklich genauer angeschaut. Hey, vielleicht hast du jetzt etwas Neues für die Community entdeckt, zum drüber diskutieren. Wer weiß. So, ich laufe jetzt einfach hier den Weg entlang. Ich glaube, jetzt wurde die Muschel vom Wasserangriff der Hydra umgebracht. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn die Gegner sich hier selbst killen können. Das machen sie. Auch nicht schlecht. Teilweise. So, ich gehe jetzt einfach hier weiter. Quasi ein schöner Strandspaziergang. Ja, fast. Ja. Und noch eine Muschel. Auch einfach ignoriert. Jetzt. Ja, genau. Wasserangriff. Von dem möchte ich nicht getroffen werden, wenn ich ehrlich bin. Ne, das wirst du wahrscheinlich mehr als nass. So. Dann weiter. Immer weiter. Dem Horizont entgegen. So. Gut, dann müsste jetzt... Wow. Da hatte ich Glück, dass ich den beobachtet habe. Jetzt schießt sie da die ganze Zeit den Wasserstrahl auf mich ab. Tja. Jetzt muss man schauen. Kommt das hier überhaupt durch? Ja, sieht so aus. Nein, es geht vorher kaputt. Das heißt, ich kann jetzt hier schön stehen bleiben. Solange sie nicht näher kommt, wird sie... ja... Sie kommt, glaube ich, näher. Das Ding war, wenn ich jetzt hier weiterging... Eigentlich möchte ich gerne sehen, wie es passiert. Aber wenn ich jetzt hier weitergehe, sollte dann irgendwann mein Counter an Seelen einfach mal so um 10.000 höher... Also um 10.000 aufsteigen.
Okay. Weil die Hydra dann einfach so stirbt, oder wie? Ja, ich habe früher gedacht immer, dass sie einfach so stirbt, genau. Anscheinend ist es aber, weil sie an Land aufläuft, während sie mich verfolgt. Aha. Ich muss jetzt aber gerade überlegen, es könnte sein, dass das gepatcht worden ist. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Möglich wäre. Sieht nicht mehr so aus, als es passierte. Auf der PlayStation 3 ist es sicher passiert. Das weiß ich. Mehrfach. Dann war das vielleicht ein Bug in dem Sinne. Ja, genau. Das ist möglich, dass sie es gepatcht haben oder hier auf die PC-Version gefixt. Ich weiß es nicht. Ich lasse jetzt einfach die Hydra dann mal Hydra sein. Wir können uns jetzt jederzeit wieder hier nach unten teleportieren, also soll es uns nicht stören. Das dort ist interessanter. Aber 10.000 Seelen für so einen riesen Gegner finde ich schon ein bisschen verhältnismäßig wenig. Ja. Siehst du das dort? Diesen roten Punkt da? Das ist das Leuchtfeuer. Ja. Ich meine das, was über dem Leuchtfeuer ist. Schwarz. Schau mal, was jetzt passiert. Okay. Ich muss näher rankommen. Näher ran, näher ran. Das sieht mir sehr... Aha! Irgendwas Geflügeltes. Das ist einer der ewigen Drachen. Einer der letzten seiner Art. Eieiei. Ei, ei. Zum immerwährenden Drachen beten. Aha. Ja. Also ich könnte jetzt hier einen Pakt eingehen. Mit dem immerwährenden Drachen sozusagen. Mit dem immerwährenden Drachen. Aber ich habe keine Lust. Ich bin da nicht so der Drachentyp. Mein Pakt ist gut, so wie er ist. Ich bin im Chaos-Pakt drin. So. Was ich jetzt aber machen kann, ich kann ihm hier den Schweif verpacken. Aha. Und dafür... Ja, ja, ist ja immerwährend. Das stört ihn nicht. Und jetzt habe ich das Drachen-Großschwert erhalten. Auch nicht schlecht. Schnaps, schnipps, einfach mal einen Schweif ab. Und ja, ja, ist mir nicht mal böse. Ich könnte sogar immer noch seinen Pakt eingehen. Auch nicht schlecht. Das, obwohl du ihm quasi seines Schwanzes beraubt hast. Genau. Könnte man jetzt falsch verstehen, aber... naja. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Jetzt stört's mich aber immer noch, dass die Hydra noch da ist. Wartet mal. Ich glaube, ja, genau hier, das Drachengroßschwert. Braucht man 50 Stärke zu? Ich habe 16. Ein Ultra-Großschwert. Ja, das sind die größten Schwerter, die es gibt im Spiel. Mhm. Und mit dem kann man eine mächtige Druckwelle gegen vorne abschießen. Aber eben, ich bräuchte, glaube ich, mindestens 25 Stärke, die Hälfte der Stärke, die nötig wäre, damit ich es überhaupt mit zwei Händen halten kann. Und in einer Hand geht's überhaupt nicht. Scheint in dem Sinne auch ein Zweihänder zu sein, würde ich mal jetzt sagen. Ja, ja, aber du kannst deine Stärke so hoch skillen, dass du sie in einer Hand halten kannst. Das ist nicht das Problem. Ich habe ja auch einen Charakter, der wird dann darauf ausgelegt sein, also in einem Offline-Spielstand, sich mit Stärkewaffen zu befassen. Aber eben, wie gesagt, nicht hier im Let's Play. Nicht hier. Also ich kann zeigen, wie es aussieht, aber... Ist dann einfach wirklich so ein Klumpen. Das sieht mit ein bisschen Fantasie sieht das aus, so ein bisschen. Naja, wie sagt man? Wie könnte man das jetzt beschreiben? Das sieht aus wie. Na, sag schon, wie eine Version von Soul Edge aus irgendeinem Soul Calibur Teil. Da gab es ja auch mehrere Variationen quasi von dem verfluchten Schwert Soul Edge. Ja. Bisschen Fantasie sieht's aus wie eine davon. So, jetzt hat mich die Hydra wieder anvisiert. Ich möchte jetzt den Trick noch einmal versuchen. Aber wenn sie gepatcht haben, dann ist klar, dass es nicht funktioniert. Ich weiß ja nicht, ob sie gepatcht haben. Vielleicht bin ich auch nur zu langsam durchgerannt. Ich kann es dir nicht sagen. Es hat in der PlayStation 3-Version funktioniert. Und du weißt halt bei Dark Souls auch nicht, ob es so gedacht war, dass es funktionieren kann. Oder nicht. Oder ob es einfach... oder ob es wirklich gepatcht werden musste. Weil eigentlich gibt es nicht sehr viel, das gepatcht wurde. Hauptsächlich die Stärke von Waffen. Also manche Waffen wurden stärker gemacht und manche wurden ein bisschen runtergedreht, einfach damit das Ganze immer wieder ein bisschen ausbalanciert ist. Ja, also quasi immer irgendwelche Balance Pads. Patch. Richtig. Klar. Aber sonst war eigentlich nicht viel gepatcht. Der immerwährende Drache sitzt immer noch da. Genau, und die Hydra lebt immer noch. Naja, egal. Dann lassen wir die Hydra mal für heute.
Dann würde mich aber interessieren, wie du die Hydra überhaupt so allgemein hättest besiegen können. Wenn du nah genug an ihr dran bist, dann greift sie dich nicht mehr mit Wasserprojektilen an, sondern stößt sie mit ihren Köpfen auf dich zu. Dann musst du die Köpfe blocken und dann kannst du jeden Kopf einzeln abhacken. Aber war es nicht so in der griechischen Mythologie, wenn man einer Hydra den Kopf abschlägt, dass dann gleich zwei auf einmal nachwachsen? Ja, das schon, aber das ist Dark Souls und nicht die griechische Mythologie. Da hätte er sein können. Ja, dort wachsen natürlich immer mehr nach, aber das ist jetzt hier nicht so, ich bin glücklich darüber. Also, wie gesagt, lassen wir die Hydra sein. So, aber das war's für heute. Heute habe ich mal was erreicht, hä? Da könnt ihr nichts sagen. Ich habe die große Leere und den Aschesee in einem Part einfach mal so bam durch. Und ja, und das ist auch ein Großschwert. Ja gut, das habe ich ein paar Sekunden geholt, das ist doch gar nichts. Gut, ich wollte trotzdem mal so erwähnt haben. Ja, danke. Gut, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part auch wieder ein. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage.